Abnehmspritze ist da. Was ist dran an dem Hype um die ominöse Diabetes-Spritze, die auch Nicht-Diabetikern beim Abnehmen helfen soll? Lohnt es sich, dem Wundermittel eine Chance zu geben? Das erfährst du in diesem Video. Seit kurzer Zeit ist die Abnehmspritze Ozempic oder Wegovy mit dem Wirkstoff Semaglutid in Deutschland erhältlich. Sie wird von Ärzten und in der Presse als Wunderdroge zum Abnehmen gehypt. Elon Musk, Kim Kardashian und andere Hollywood-Stars haben die Spritze schon bekommen. Sogar wissenschaftliche Studien zeigen, dass es durch die Abnehmspritze zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 15% in einem Jahr kommt. Das Einzige, was man tun muss, ist, sich einmal wöchentlich beim Arzt eine Spritze verabreichen zu lassen und schon purzeln die Funde. Auf den ersten Blick klingt das doch mega, die Abnehmspritze funktioniert, man braucht nichts an seiner Ernährung zu verändern und schon nimmt man ab. Gerade wenn man schon erfolglos lange probiert hat abzunehmen, was mit Schilddrüsenproblemen ja oft der Fall ist, dann wird man hier schnell hellhörig. Aber wie funktioniert die Spritze bzw. der Wirkstoff Semaglutid genau und was macht er mit unserem Körper? Semaglutid ist ein Nachbau des Hormons GLP-1. GLP-1 ist ein Darmhormon, welches die Insulinausschüttung in der Bauchspeicheldrüse ankurbelt, den Glukosestoffwechsel in der Leber beeinflusst. Der Wirkstoff wirkt unter anderem appetithemmend und sättigend, ja, sodass die Patienten weniger Hunger verspüren und weniger essen und dadurch abnehmen. Da gehen mir als Ernährungswissenschaftlerin schon alle Alarmglocken an. Ja. Der Mitentwickler der Abnehmspritze, Jens Jule Holst, ja, hat auch gesagt, die entscheidende Wirkung, man verliere den Appetit und damit die Freude am Essen. Es sei der Preis, der gezahlt würde. Er hat auch gesagt, wenn man das Medikament 1 oder 2 Jahre genommen hat, ist das Leben so elendet langweilig, dass man es nicht mehr aushält und zu seinem alten Leben zurückkehren muss. Und da kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Die Abnehmspritze funktioniert wirklich zum kurzfristigen Abnehmen, doch was ist danach? Und auch hier gibt es eine wissenschaftliche Studie mit 300 Probanden, ja, durchgeführt von der University of Liverpool und London. Und die haben 300 Probanden getestet, die haben wirklich 17% Körpergewicht verloren, über ein Jahr. Genau, aber was passiert eben nach Absetzen der Spritze? Und du kannst es dir vorstellen, das Gewicht kam wieder zurück. Und das zeigen auch viele Erfahrungsstimmen im Internet. Ja, viele haben schnell bis zu 20 Kilogramm abgenommen, aber nach dem Absetzen der Spritze haben sie das innerhalb kürzester Zeit wieder zugenommen. Das Essverhalten sei sogar laut Zitat noch gestörter als vorher. Ich sehe das auch immer wieder in meiner Ernährungsberatung, ja, wenn die Klienten zu mir kommen und dann einfach erzählen, was sie alles an Diäten schon gemacht haben, ja, und wirklich von Shake-Diäten, Almased, Weight Watchers und so weiter und haben einfach versucht, ja, gegen ihren Körper zu arbeiten. Das Problem ist, wir können unseren Körper nicht austricksen, ja. Ob wir jetzt ein Darmhormon einnehmen, wie jetzt bei der Abnehmspritze, das Darmhormon, ja, Semaglutid oder die Schilddrüsenhormone, ja, das sind alles künstliche Hormone. Oder Progesteron ist auch so ein typisches Beispiel, was viele Frauen einnehmen oder Östrogen. Das sind alles Hormone, die wir von außen zuführen, ja, egal ob jetzt durch eine Creme, durch eine Tablette, durch eine Spritze. Was passiert in unserem Körper? Unser Körper kommt natürlich komplett aus seinem Gleichgewicht, ja, weil wir führen von außen Hormone zu und er weiß jetzt nicht, okay, soll ich jetzt selber weniger Hormone bilden, soll ich jetzt mehr bilden, ja, er kommt komplett durcheinander. Und das ist nicht das richtige Vorgehen. Genauso, wenn es um das Hungersättigungssystem geht. Ja, unser Körper hat so ein ausgeklügeltes Hungersättigungssystem. Und wenn alles richtig stimmt, ja, dann bekommst du zum richtigen Zeitpunkt ein Hungersignal, ja, wenn dein Körper auch Energie braucht. Und du bekommst auch Sättigungssignale beim Essen, wenn es genug ist. Weil der Körper möchte eigentlich nicht zu viel Fett zum Beispiel haben. Ja? Dann schickt er dir schon Sättigungssignale. Aber bei so vielen Frauen ist dieses Hungersättigungssystem so zerstört, dass, ja, dass es nicht mehr funktioniert. Du spürst dann keine Sättigung mehr oder du spürst keinen Hunger mehr den ganzen Tag, weil du so im Stress bist auf der Arbeit und abends merkst du dann plötzlich, wie du Hunger hast, ja, und schaufelst dir alles rein und isst noch Chips und Schokolade auf der Couch und das ist ja kein gesundes Essverhalten. Ja, weil normalerweise, ja, bei einem gesunden Essverhalten
werden genau in dem Moment Hungersignale ausgeschüttet, wann du sie brauchst, ja, wann dein Körper Energie braucht, deine Schilddrüse Energie braucht. Und es kommen Sättigungssignale, wenn es ausreichend ist, ja, wenn genug Energie aufgenommen wurde. Aber Hanna, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich abnehmen will? Ja, und da ist das ganz Spannende, dass man wirklich mal schaut, auch sich mal die Organe im Körper anschaut und schaut, welches Organ ist denn dafür zuständig für unseren Stoffwechsel? Und das ist die Schilddrüse. Ja, die Schilddrüse sitzt hier im Hals, ist ein kleines Organ, ja, ein kleiner Schmetterling, ein schmetterlingsförmiges Organ, was aber eine wahnsinnige Power hat. Ja, es ist unsere größte Hormondrüse im Körper und sie beeinflusst unseren kompletten Stoffwechsel. Ja, sie bestimmt quasi, wie viel Kalorien wir verbrauchen. Und bei vielen Frauen ist einfach der Fall, gerade wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder Hashimoto mit einer Schilddrüsenunterfunktion, dass nicht mehr genug Schilddrüsenhormone gebildet werden. Ja, beziehungsweise selbst wenn man Tabletten einnimmt, Schilddrüsentabletten, heißt es noch nicht, dass sie wirklich in der Zelle ankommen. Ja, das sieht man daran, dass man dann immer noch Symptome hat wie ständige Müdigkeit, Haarausfall, Hautprobleme, Regelschmerzen, langsamer Stoffwechsel, sodass man einfach überhaupt nicht abnehmen kann. Weil es ist nämlich so, wenn wir entweder, es gibt zwei Gründe, warum wir zunehmen. Ja? Das ist entweder, weil wir zu viel essen, mehr als unser Körper braucht. Und da sehe ich das auch immer wieder bei ganz, ganz vielen meiner Klienten, dass das Problem ist auch oft ein emotionales Essen. Ja? Das heißt, dass wir dann essen, weil wir uns belohnen wollen, ja? Nach einem stressigen Arbeitstag. Ja, dass wir abends sagen, oh, es war so stressig, oder mit den Kids, ja, wenn du Kinder hast und ganz viel zu tun und organisieren hast im Haushalt und mit den Kindern und selber vielleicht noch arbeiten gehst und was weiß ich, ja, das ist ja sehr, sehr viel Stress, den du hast, dass du das mit Essen kompensierst, ja, oder manche essen aus Langeweile, manche essen bei Stress, ja, manche hungern bei Stress, ja, essen den ganzen Tag gar nichts. Und abends kommt dann alles hoch, ja, und man isst dann auf einmal ganz, ganz viel. Was übrigens was ist, was man sehr gut mit Hypnose, oder was ich in meinen Beratungen sehr, sehr gut mit Hypnose löse. Ja, dieser emotionale Hunger, den kann man sehr, sehr gut lösen mit den richtigen Techniken. Oder, also entweder zu viel essen, oder das Problem ist, dass unser Körper viel zu wenig verbrennt, weil unser Stoffwechsel so langsam ist. Und das liegt an der Schilddrüse, ja, weil die Schilddrüse eben unser Stoffwechselmotor ist, der bestimmt, wie viel Kalorien wir verbrennen. Ziel ist es also, herauszufinden, was ist denn die Ursache, ja, von dem Abnahmestopp, warum du nicht abnehmen kannst. Anstatt jetzt einfach eine Spritze zu geben, ja, und nicht zu gucken, was ist denn eigentlich die Ursache, ja, weil normalerweise ist dein Körper ja schlank, aber irgendwas ist gerade eine Ursache, ja, zum Beispiel bei der Hormonproduktion von den Schilddrüsenhormonen, warum es nicht klappt. Ja, und das kann an fehlenden Nährstoffen liegen, die der Schilddrüse fehlen. Das kann an Stress liegen, emotionalem Essen, Blutzuckerschwankungen. Ja, da gibt es eine Vielzahl an Ursachen, die man auflösen kann, damit die Schilddrüse einfach wieder aktiver wird und der Stoffwechsel auf natürliche Weise, ja, ohne irgendwelche Spritzen und Tabletten, dass er einfach wieder besser läuft. Und mir ging es tatsächlich selber auch so, ja, also ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ich habe selber auch früher so viele Diäten ausprobiert, ja, alles Mögliche, was es da gab, an Shakes, an Low Carb, an Intervallfasten, was auch nicht gut für die Schilddrüse ist, also alles Mögliche, was man nur sich vorstellen kann, habe ich ausprobiert. Du kannst auch mal hier gucken, da findest du auch meine Geschichte. Und dann habe ich eine Sache verändert und ich habe mich auf die Schilddrüse fokussiert, ja, weil ich auch eine Schilddrüsenunterfunktion hatte und wusste, okay, da ist ja irgendwas im Argen, ja, und das kann ich ja auflösen. Und ich habe ja auch Ernährungswissenschaften studiert, habe dann ganz, ganz viel geforscht, welche Ernährungsroutinen beeinflussen unsere Schilddrüse, welche Alltagsroutinen, habe die umgestellt und habe dann gemerkt, Schritt für Schritt, die Energie ist wieder zurückgekommen, ja, ich konnte morgens wieder aus dem Bett aufspringen, ich habe nicht mehr so viel Kaffee gebraucht wie vorher, ich habe insgesamt 25 Kilo abgenommen, ja, du siehst hier mal ein Foto von mir und ja, alles, weil ich die Schilddrüse aktiviert habe, ja, weil sie einfach so einen großen Einfluss hat auf unseren Stoffwechsel und das kann man auf natürliche Weise machen, ja, mit Nährstoffen, mit der richtigen Ernährung, mit dem richtigen Lebensstil. Geht das über Nacht? Nein, auf gar keinen Fall, ja, da will ich dir gar keine Illusion machen, es geht nicht über Nacht, aber es ist möglich und es braucht natürlich
ein bisschen eine, ich will nicht sagen Anstrengung, aber es braucht natürlich ein bisschen Arbeit, ja, weil so eine Spritze, die kann man sich mal schnell geben lassen. Wie gesagt, funktioniert auch kurzfristig, aber langfristig funktioniert es eben nicht, weil wenn du die absetzt nach einem Jahr, ja, dann kommt alles wieder zurück. Und was bringt uns das? Ja, es ist einfach nur nervtötend, wenn man immer wieder dieses Auf und Ab mit dem Jojo-Effekt. Also ich hatte darauf keine Lust mehr und ich habe gesagt, okay, ich will was haben, was ich einfach für immer habe. Ja, und das ist das Tolle, wenn deine Schilddrüse nämlich aktiv ist, dann brauchst du dir keine Gedanken mehr machen um irgendwelche Diäten, um irgendein der nächste Shake-Trend, der nächste Instagram-Trend und hier wieder und Chiasamen und was weiß ich und ja. Brauchst du alles nicht mehr, ja, weil du auf natürliche Weise dir über die Monate, Jahre einen so stabilen Stoffwechsel aufgebaut hast, dass du dir da keine Gedanken mehr um irgendwelche Diäten machen musst, ja, weil es einfach der Motor läuft, ja, auf natürliche Weise. Wenn du Lust darauf hast, dass wir zusammen deine Hungersättigungshormone auf natürliche Weise ins Gleichgewicht bringen, sodass du gar keine Wunderspritzen mehr von außen brauchst, ja, sondern dein Leben lang genau richtig viel isst, so wie es dein Körper braucht. Wenn du Lust hast, dass wir deinen emotionalen Hunger, ja, also die Chips auf der Couch, auf dem Sofa mit speziellen Audiotrainings und Hypnosen gemeinsam auflösen, ja, und wir schauen auch, wie wir deine Schilddrüse natürlich stärken können, sodass dein Stoffwechsel wieder steigt, ohne Nebenwirkungen, ja, von Tabletten oder Spritzen, dann melde dich super gerne auf ein kostenloses Erstgespräch. Alles, was du dafür tun musst, ist auf www.hannahauser.de zu gehen und dich dort für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Video, deine Hanna.